In die Diskussion um das umstrittene Einkaufszentrum Carré Cloppenburg an der Soestenstraße hat sich jetzt erneut der in Vechta ansässige Investor Genos eingeschaltet. Die Genos arbeitet nach eigenen Angaben derzeit an der Umgestaltung der Carré-Pläne. Das Unternehmen, so Geschäftsführer Wolfgang Grieschop, reagierte damit auf die Kritikpunkte des Gerichts. Dieses hatte die Bebauung des Überschwemmungsgebietes an der Soeste als Verstoß gegen das Raumordnungsrecht des Landes gewertet. Wie die Umplanung konkret aussieht, wollte Grieschop noch nicht kommentieren.